Wie sieht es rechtlich aus, wenn ich aufgrund starker Schneefälle mein Hotel nicht erreichen kann? Darum geht es in diesem Video. Im Winter kann es vorkommen, dass aufgrund starker Schneefälle einzelne Urlaubsorte, insbesondere in den Alpen, nicht erreichbar sind. Das hat gewisse rechtliche Konsequenzen einerseits für Hotelgäste und andererseits für Arbeitnehmer. Ist das Hotel nicht erreichbar und hat es der Hotelgast selbst gebucht? Ist das in der Sphäre des Hotelgastes, ob er es erreichen kann oder nicht erreichen kann? Das bedeutet, er ist auf die Kulanz des Hoteliers angewiesen. Wenn der Hotelier keine Kulanz zeigt, dann muss der Hotelgast einfach die ganzen Übernachtungskosten, ob er jetzt übernachtet hat oder nicht, selbst zahlen. Eine Ausnahme gibt es in Österreich bei den Mitgliedern des österreichischen Hotelierverbandes. Die haben eine gewisse Kulanzregelung. Das bedeutet, wenn da der Ort nicht erreichbar ist und auch für die nächsten 3 Tage nicht erreichbar ist, dann fallen keine Stornokosten an. Aber ansonsten hat der Hotelgast generell zu zahlen. Wurde das Hotel, das nicht erreichbar ist, über einen Reiseveranstalter gebucht, kann der Hotelgast vor seiner Abreise den Reisevertrag wegen höherer Gewalt kündigen. In dem Fall bekommt er die ganzen gezahlten Reise-, also Übernachtungskosten, erstattet. Anders sieht es aus bei einer Verlängerung des Aufenthaltes, weil der Ort nicht verlassen werden kann. In diesem Fall hat der Hotelgast die daraus entstehenden Mehrkosten selbst zu tragen. Es sei denn, der Hotelier zeigt eine gewisse Kulanz und sagt, okay, ihr müsst hier nicht mehr zahlen oder ihr zahlt nur einen geringeren Betrag. Aber ansonsten sind diese Mehrkosten allein durch den Hotelgast zu tragen. Wenn Arbeitnehmer den Ort nicht verlassen können und deshalb nicht pünktlich am Arbeitsplatz erscheinen können, führt das zu Lohnkürzungen beim Arbeitnehmer. Denn es gilt, dass der Arbeitnehmer das Wegerisiko trägt. Das bedeutet, er ist dafür verantwortlich, dass er pünktlich am richtigen Ort, also am Arbeitsort, ankommt. Und dann gilt noch ein weiterer Grundsatz im Arbeitsrecht, der bedeutet, kein Lohn ohne Arbeit. Also wenn ich dort nicht pünktlich bin an meinem Arbeitsplatz, bekomme ich also keinen Lohn dafür und muss mit Lohnkürzungen rechnen. Lassen sich die Skipisten in einem Skiresort nicht nutzen, weil es zu stark schneit, greift in den vielen Fällen der sogenannte Schlechtwetterausschluss, den die Bergbahnen, die Liftbetreiber in ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgenommen haben. Also auch da habe ich keine Möglichkeit einer Erstattung. Schreibt mir unten rein, welche Erfahrungen ihr gemacht habt mit Reisen, die ihr nicht antreten konntet, wegen schlechten Wetters, wegen höherer Gewalt oder ähnlichen Sachen. Schreibt mir rein, wie ihr damit umgegangen seid, welche Erfahrungen ihr mit den Reiseveranstaltern gemacht habt. Ich bin gespannt auf eure Hinweise, Anregungen und Fragen.